Hallo Ali, willkommen beim neuen Lenkbach-Vlog. Trotz Feiertag filme ich heute und halte dich fest, es ist bereits 17.44 Uhr. Folglich gehen wir davon aus, dass der Vlog etwas später bereitgestellt wird. Kurz inhaltlich zu mir. Situation ist folgende. Es gab wieder mal ganz überraschend und diesmal völlig unerwartet und nicht vorhersehbar eine kleine Veränderung, die eine Herausforderung ist. Ich gehe jetzt inhaltlich nicht drauf ein, ich weiß noch nicht, ob wir das tun werden und wenn ja, wie, aber es ist jetzt mal so. So, es war halt Kindergartenbetrieb, es waren 15 Leute da, immerhin, ja. Und für den Feiertag, wo eigentlich das Wetter nicht so schlecht ist und überhaupt die Maibäume überall rumstehen und so, ganz toll. Was ist mit dir? Ich bin da. Du könntest auch gleich die Duschrunde machen. Aber ich wollte noch was essen. Ja, kriegst du eh. Die Sache ist, bist du da aus oder Einräumer? Aus. Dann wasch dir die Hände und räum aus. So, haben wir schon wieder einen eingeteilt, einen jungen Mann. Beide, um genau zu sein. Nur den Hund habe ich nicht eingeteilt. Ich habe nämlich ein Thema, über das ich reden will. Ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber schon geredet haben. Aber es geht um neue Dinge. Und zwar folgendes. Wenn man ein neues Thema beginnt, hat man ja naturgemäß keine Ahnung davon. Und ich wollte das mit euch besprechen, weil das ja so spannend ist. Ich fange jetzt einmal so an. Erste Windows, mit dem ich mich ernsthaft beschäftigt habe, war Windows 3.1. Mit dem habe ich mich dann relativ schnell arrangiert, das war recht gut übersichtlich. Und dann kam Windows 95 und ich war dabei seit der ersten Beta. Ja? Und das war für mich nicht durchschaubar. Es war so komplex und da gab es so viele Möglichkeiten zu klicken und so viele Punkte, wo man noch was tun konnte. Und da war noch ein Menü und dort war ein Rechtsklick und so weiter. Ich war total überfordert. Und im Laufe der Zeit war das total easy. Und dann ist Windows XP gekommen, aber es ist wieder so idiotisch. Hab mich auch sehr schnell damit arrangiert und über Vista reden wir gar nicht. Ich muss kurz unterbrechen, schaut sich mal die Wickelwaage an. Und dann ist Windows 10 gekommen, also Windows 8, über das reden wir jetzt nicht von da. Das war ganz anders. Und man wird dann schnell souverän und wenn man sich damit beschäftigt, ist das ganz toll und überhaupt. Das ist natürlich Computer und eigentlich völlig wurscht. Habe ich darüber nachgedacht, das gibt es ja in verschiedenen Bereichen. Ich meine, ihr alle kennt das wahrscheinlich vom Autofahren. Das erste Mal, wenn du Auto fährst, bist du relativ planlos. Und wenn du das dann mal 10 Jahre lang machst, dann geht's. Ne? Ja. Und dann gab es bei mir noch so einige Dinge. Ich habe ja damals mir eingebildet, ich will einen Autobus. Erinnert euch? Da haben wir noch keinen Vlog gehabt. Da wollte ich einen Autobus. Und dann bin ich in die Pampa gefahren, nach Münchhausen. Irgendwie so ähnlich hat es geheißen. So ein Schrotthändler, habe mir dort einen alten Bus gekauft, habe Tafeln rangehängt und bin heimgefahren. Keine Ahnung von Bussen, gell? Und habe mich dann immer mehr mit dem Thema befasst und habe die Busse von den Wiener Linien gekauft und ich war dann so ein richtig souveräner Typ, der für andere Busse repariert hat, wenn die irgendein Problem gehabt haben. Ja, also Getriebesteuerung und so Sachen habe ich gemacht. Ja. War echt witzig, Automatikgetriebe. Habe ich übrigens jetzt noch im Lager, wenn ihr braucht. Die 851er Tieferbussteuerung habe ich noch, mehrere. Und das ist dann toll, wenn man so viel Wissen aufbaut und sich wirklich weiterentwickelt und dann was zusammenbringt. Gell? Ich finde das total genial. Und dann habe ich angefangen mit also über Frau reden wir jetzt nicht, Kindererziehung. Also überhaupt mit Kindern zu tun, wenn der Knilch auf einmal da ist, das erste Mal Windel wechseln und so, sind alles so Erfahrungen. Gell? Und wie froh man dann ist, wenn das alles sich schon langsam wieder auflöst. Dann habe ich begonnen mit Lego, einfach, nein, mit Flippern zuerst noch, mit Flippern, Flipper gekauft, keinen Schimmer von irgendwas, jetzt repariere ich die Dinger.
oder auch nicht. Und dann habe ich Lego begonnen, keinen Schimmer von irgendwas, habe auf eBay einzelne Lego-Teile gekauft um Preise, wo ich mir heute denke, eugen bin ich blöd gewesen. Und dann noch Versand dazu. Und dann kenne ich mich mit dem Lego-Thema ganz gut aus, ja, und kann da mitreden mit Technikzügen und Teilebeschaffung und so weiter und inzwischen auch mit Creator-Expert und Modulars. Also da ist ein Wissen, was man aufbaut und sich weiterentwickelt und das ist echt genial. Und das jüngste Thema, mit dem ich mich beschäftige, sind die Mähroboter. Nicht? Also erinnert euch, da gibt es ein Video, wie ich das erste Mal versucht habe, so ein Ding in Betrieb zu nehmen und es überhaupt nicht geklappt hat. Und jetzt repariere ich die Dinger. Und das ist echt toll und faszinierend. Und ich finde das gut. Dann haben wir gedacht, da reden wir jetzt drüber. Und ich frage euch jetzt einmal, was habt ihr für so Sachen, wo ihr bei null Wissen angefangen habt, auch als Erwachsener oder vielleicht erst in den letzten Jahren, und habt dann euch dann Wissen angeeignet und seid da jetzt Profis? Und mal unter uns, die meisten Menschen sind ja im Hobby Profi und nicht im Beruf. Die meisten machen ja Beruf irgendwas und im Hobby sind sie dann die Kreativen, die Wissen anschaffen und freiwillig sich fortbilden und den Hund zuschauen, wie er sich selber frisst. Das sind die tollen Sachen. Und da würde ich gerne von euch wissen, was macht ihr so? Was habt ihr für Themengebiete, mit denen ihr euch intensiv beschäftigt? Und seit wann macht ihr es und wie lange schon? Und warum? Warum eigentlich? Warum macht man das? Ja? Also, warum mache ich Flipper? Flipper habe ich gemacht, weil ich in der Jugend Flipper gespielt habe. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, es ist kein Schwein gekommen, habe mich zum Amiga gestellt, habe Disketten geschoben, es war ein Flipper-Spiel. Habe zwei Stunden Flipper gespielt am Amiga und dann habe ich das Telefon genommen und Aufsteller angerufen, ob sie mir einen Flipper verkaufen. Und dann habe ich mir Flipper gekauft. So ist das entstanden, weil ich es wollte, weil es mich interessiert hat, weil ich neugierig war. Und der Kollege, der da gerade neben mir seine Aufgabe macht, der hat Schach begonnen und kauft sich jetzt ein Schachbrett nach dem anderen und Figuren und von und zu überhaupt und bildet sich da fort und wird immer gescheiter und ich schaue immer blöd aus. Bringt ihm im Leben wahrscheinlich nicht viel, mir die Flipper auch nicht, aber es ist halt sehr aufregend, sich weiterzuentwickeln, oder? Ja. Und ich würde jetzt gerne von euch wissen, was macht ihr? Ja, ich finde das gut, dass wir darüber mal geredet haben. Jetzt können wir uns kurz über das Kindergarten unterhalten. 15 Leute waren heute da und es war Feiertagspublikum. Das heißt, ein paar so Gruppen, ich sag das jetzt mal ganz gefährlich, ein paar so Gruppen, die einfach da sind, weil sie nicht gewusst haben, was sie tun wollen. Und dann sage ich ihnen, ja, Eintritt frei, aber Aufpreis für Freispiel und so weiter. Riesenprotest, totaler Widerstand und unfreundlich und kantig und bäh. Ja, ganz ehrlich, und da bin ich um 2:30 bin ich durchgesessen und gedacht, warum tue ich mir das an? Interessiert mich ja nicht. Und dann gehst du durch und siehst die Leute, denen du ausdrücklich erklärt hast, es wird kein Flipper angegrapscht, wenn man nicht das Freispiel hat. Und sie spielen. Dann gibt es so Argumente wie, ja, da war ja die Kugel drinnen. Und so, ne? Und ein paar Stunden später, wenn du die dann aufgeplattelt hast und sie gesagt haben, na gut, dann zahlen wir halt. Ja. Wobei, stimmt nicht, sie haben gesagt, na gut, dann zahlen wir. Und sie haben gesagt, okay, wir zahlen das, wir wollen spielen. Und sie brauchen jetzt nicht für alle zahlen, aber lass uns die Kinder spielen. Wenn sie nicht spielen, ist das okay. Na, aber wir wollen ja auch. Dann haben sie das zahlt und dann war, wie sie gegangen sind, total super und fröhlich und war eh super und ganz toll, Kindheitserinnerung. Ja? Aber warum muss man da am Anfang so, oh, kann man sich doch vorab informieren, ne? Ein bisschen Informationsbeschaffung machen. Und habe ich erwähnt, dass wir einen Billardtisch im Betrieb haben? Kinder sind ganz verrückt jetzt auf Billard. Er hat ein zerrissenes Tuch. Apropos, das ist was, wo ich mich demnächst weiterentwickeln werde. Ich werde lernen, wie man einen Billardtisch neu bespannt. Ja, mein Sohn sagt, was hast du gesagt? Das kannst du ja nicht, oder? Was hast du gesagt, du fragst? Ich habe dann Angst, dass er Falten hat. Ja, ist ja völlig wurscht. Jetzt hat er Löcher und du merkst, es ist wurscht beim Spiel. Weil die Kugel ja so groß ist, dass sie drüber rollt.
Na, dann schneid das halt auf, die Falten. Dann ist auch nicht wurf. Ja, die Frage ist, warum ein Billardtisch überhaupt ein Tuch hat. Die Steinplatten, der passiert eh nichts, als du aufspürst, dem an, was so ist. Ist ja wurscht. Ja, also das ist das Konzept. Oh, ich glaube, ich habe die Suppe am Herd stehen. Die wird jetzt schon fröhlich kochen. Das wird ganz toll und super und überhaupt. Ja, da habe ich mich sogar jetzt schon ein bisschen involviert und rausgefunden, wie man das Ding zerlegt. Und da freue ich mich schon wieder drüber. So, also, ihr seht, trotz massiver Herausforderungen im Privatleben wird es trotzdem weitergehen. Und jetzt schauen wir uns mal, was YouTube so spricht. Nicht wahr? YouTube-Vorschläge für den 1.5. Was? Der 5. ist? Ja. Muss ich aufpassen, dass ich das richtige Intro verwende. Um 17.55 Uhr. Riso zu Gast bei Neo Magazin Royal von ZDF Magazin Royal. Vera F. Birkenbiel, Tagesseminar 2007, Teil 3 von 5, die Birkenbiel-Lehrerin. Die dunkle Wahrheit über Volkswagen. Ha, wollen wir nicht mehr nachdenken, die wissen wir schon. Duedendruth Podcast, Duedendruth Unusual Memes Compilation 267 von Unusual Videos. The Simple Clever Sensor Behind the Automatic Windshield Wipers von Technology Connections. Rentner rastet aus, Best of Alfred Wettmann von Wald 15. Jan Böhmermann, Schuhmaster ist mein Beruf von ZDF Magazin Royal. Und ein Shorty vom Flipperstein. Schmatz, wir bauen den Eiffelturm! Teil 9? Wieso ist der Eiffelturm schon online? Da habe ich wohl ein falsches Datum bei der Veröffentlichung eingegeben. Naja, was soll's. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis später.